Liebe Caravaning-Freunde, herzlich willkommen zu Freistadt TV. Ich befinde mich heute in der Niesmann-Bischof-Markenwelt im Freistadt Caravaning & More. Ich freue mich heute ganz besonders, euch den neuen Niesmann-Bischof Smooth vorstellen zu dürfen. Und wer könnte das viel besser als unser größter Niesmann-Bischof-Markenfan im Freistadt, mein Onkel Christoph Liebscher. Das ist der Smooth, das bedeutet Smart und Move. Wieder mal die ganz elegante Heckführung mit eingebauter Kamera als Symbol der Lilie. Selbstverständlich mit GFK-Komponenten. Des Weiteren sieht man hier auch die ganze Linienführung vom Fahrzeug. Das bedeutet, wir haben aerodynamische Formen eingebaut, spezielle Felgen, 18 Zoll Felgen, die nur für den Smooth, nur für Niesmann und Bischof derzeit hergestellt werden. In der gesamten Führung sieht man auch, wie zum Beispiel die Markise integriert worden ist. Vor allem die Dachpartien rund auslaufen, die wir natürlich im weiteren Vorgang sehen. Ganz klassische Geschichte hier auch die Dynamikformen eingebaut bis oben hin zu diesen Windabscheidern. Hier auch im Frontbereich sieht man genau die Dachformen. Das speziell geformte Dach mit der Glashutze, das ist eine Einmaligkeit auf dem Markt. Hier wurde auch über 2 Jahre entwickelt, da das Dach, auch das wir dann später sehen, auch ein integriertes Schiebedach hat. Wir sind jetzt hier in der Barversion. Es gibt aber insgesamt gibt es 4 Grundrisse. 2 mit Querbett und 2 mit Längsbettenversion, die dann sich auch im vorderen Bereich unterschiedlich darstellen. Niesmann Bischof ist ja für die Knopfhoffs im Wohnmobilbau absolut bekannt, zum Beispiel die Küche. Die Küche ist so gestaltet, dass man sie aufklappen kann und auch eine großzügige Fläche vorfindet. Dieses Wohnmobil, der Smooth, ist definitiv für 2 Personen. Hier gibt es keine Großraumküchen. Hier sollte man alleine zu zweit alles genießen können. Auch hier diese Schubladenformen sind halt komplett vom Design durchgezogen. Man sieht definitiv, es ist Schreinerarbeit. Das gesamte Programm wird im Werk auch gebaut, die Platten werden geschnitten und zusammengefügt. Niesmann und Bischof-Fans wissen das ja, dass immer die großen Fenster verarbeitet werden. Hier auch beim Smooth Helligkeit, Freundlichkeit in den Raum reinträgt. Wie wir ja alle gewohnt sind von Niesmann Bischof, die Qualität und immer wieder Formgebungen. Unter anderem, wie schon bekannt, auch jetzt im Smooth dabei. Das sind Stoffscharniere mit eigenen Sitzpolsterentwicklungen, die den gesamten Unterbau umrahmen, um somit eine Rutschfestigkeit geben. Ganz der große Klassiker, immer wieder Pushlocks mit Aufstellern, gute Erreichbarkeit und hohe Tiefen der Schränke. Wir sehen hier auch unter anderem die Ausbuchtungen, was in dieser Branche einzigartig ist. Ja, wir sind es ja gewohnt von Niesmann und Bischof und jetzt im Smooth wieder mal eine Knopfhoff. Es gibt vieles, vieles, was das Fahrzeug natürlich hat. Ich würde sagen, auf Englisch sagt man must have. Das waren nun die ersten Eindrücke des neuen Smooths von Niesmann Bischof. Und nicht vergessen, abonniert uns in YouTube oder verfolgt uns weiterhin in Facebook. Euer Thomas Liebscher. Fernweh hat eine Heimat.